Hallo, schön euch zu sehen. Entschuldigt, dass ich so viel gähne, aber ich bin so müde. Das Krokodil macht in den letzten Tagen so viel Krach. Es heult und jammert von morgens bis abends und von abends bis morgens. Ich kann dabei einfach nicht schlafen. Und deswegen bin ich so müde. Hallo, Vater. Ah, hallo, meine liebe Tochter. Wie geht es dir heute? Ach, Vater, ich bin so müde. Hält dich das Krokodil auch wach, meine Liebe? Ja, Vater, es heult und jammert von morgens bis abends und von abends bis morgens. Ich kann einfach nicht schlafen. Ich habe Schäfchen gezählt und heiße Milch mit Honig getrunken, aber nichts hilft. Wir müssen das Krokodil zum Schweigen bringen. Eure Majestät, Prinzessin, verzeiht, dass ich so viel gähne, aber ich bin so müde. Sie kommen gerade richtig. Majestät, wie kann ich behilflich sein? Sie haben vielleicht bemerkt, dass das Krokodil die letzten Tage sehr laut ist. Ja, Euer Majestät. Es heult und jammert von morgens bis abends und von abends bis morgens. Ich kann einfach nicht einschlafen. Niemand im ganzen Königreich kann dabei schlafen. Sie müssen etwas tun, damit das Krokodil Ruhe gibt. Ich, Euer Majestät? Sie sind Minister für wichtige Angelegenheiten. Schlaf ist eine sehr wichtige Angelegenheit. Wenn ein König nicht schlafen kann, wie soll er ein Königreich weise regieren? Ach, nee, das geht nicht. Ich bestimme, dass Sie eine Lösung finden. Ja, ich denke, das könnte, ja. Was ist es denn? Ich denke, es ist eindeutig, warum das Krokodil so viel Krach macht. Es hat Hunger. Hunger? Warum ist es dann nicht einfach was? Naja, wie in alle guten Märchen hat es Hunger auf die Prinzessin. Sie meinen, das Krokodil will meine geliebte Tochter fressen? Das gefällt mir aber gar nicht. Wir können nicht zulassen, dass dies geschieht. Nein. Aber haben Sie einen Plan? Wir müssen das Krokodil in eine Falle locken. Eine Falle? Wie sollen wir das denn anstellen? Die Prinzessin muss das Krokodil in die Falle... Das kommt nicht in Frage. Das ist viel zu gefährlich. Ich verbiete es. Vater, ich will helfen. Ich werde mutig sein und unserem Königreich helfen. Ich vertraue dem Minister. Er wird mich nicht zu Schaden kommen lassen. Natürlich nicht. Die Prinzessin wird unter meinem persönlichen Schutz sein. Nun gut. Dann vertraue ich Ihnen, diesen Plan auszuführen. Machen Sie es bald, damit der Krach ein Ende findet und wir alle wieder schlafen können. Also, wir machen es wie besprochen, ja? Ja, ich tue so, als ob ich hier unterm Baum schlafe und sie verstecken sich. Wenn das Krokodil kommt, gebe ich ein Signal und sie springen heraus und fangen es in ihrem Netz. Aber woher weiß ich, wenn das Krokodil kommt? Wenn ich so tue, als ob ich schlafe, habe ich meine Augen zu und sehe nichts. Das stimmt, daran hatte ich nicht gedacht. Vielleicht könnten die Kinder helfen. Kinder, könnt ihr uns helfen? Ja! 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 Könnt ihr rufen, wenn das Krokodil kommen seht? Dann weiß ich, wann
ich aus meinem Versteck springen muss. Ja! Ja! Großartig, danke. Dann lege ich mich jetzt schlafen. Ich hoffe, dass der Plan klappt. Krokodil! Nein, lass mich in Ruhe. Wartet, jagt das Krokodil nicht. Ich glaube, es stimmt etwas nicht mit ihm. Das Krokodil hat versucht, Prinzessin zu fressen. Aber eben das hat er nicht versucht. Er ist weggelaufen. Er schien sogar große Angst zu haben. Lasst mich mit ihm reden. Liebes Krokodil, geht es dir gut? Au. Was ist denn bloß los mit dir? Au. Bitte komm doch raus, damit wir mit dir reden können. Wir tun dir nichts. Wir wollen helfen. Au. Au. Es tut so weh. Was tut weh? Mein Zahn, es tut so weh. Au. Du armes Krokodil, da muss der Zahnarzt zur Hilfe her. Minister! Bitte nicht fressen. Bitte, laufen Sie, um den Zahnarzt zu holen. Ich bleibe hier und passe auf das Krokodil auf. Das sind Sie ja. Ich bin ja so froh, dass Sie hier sind. Das arme Krokodil hat sehr viele Schmerzen. Sein Zahn tut ihm weh. Hast du wieder mal zu viele Weihnachtskekse gefressen? Ah. Ich habe dir schon mal gesagt, du musst besser auf deine großen Zähne aufpassen. Dann hätten wir jetzt kein Problem. Lass mich mal nachschauen. Ah. Jetzt sei nicht albern. Weit auf, bitte. Ah. Ja, da haben wir das Problem. Du hast ein großes Loch in deinem Backenzahn. Du müssen wir leider rausziehen. Hab keine Angst, Krokodil. Ich bin doch da. Ich gebe dir eine Spritze, damit du die Schmerzen nicht merkst. Und jetzt, jetzt sollte es dir bald besser gehen. Warte noch einen Moment. Wo finde ich? Da. Hier ist ein kleines Weihnachtsgeschenk für dich. Und so. Pass ab jetzt besser auf deine Zähne auf. Mach ich, danke. Vielen Dank, lieber Zahnarzt. Nun müssen wir schnell zu meinem Vater zurück. Wo sie bloß so lange bleiben. Ob der Plan wohl geklappt hat? Es ist plötzlich so leise in meinem Königreich. Vielleicht hat das Krokodil meine Tochter gefressen. Vater, wir sind zurück. Ah, meine liebe Tochter, du bist wieder da. Ich bin ja so froh, dass dich das Krokodil nicht gefressen hat. Ach, Vater, das Krokodil wollte mich am Ende gar nicht fressen. Nein, Minister, was ist geschehen? Das war so, Majestät. Das Krokodil hat zu viel Weihnachtskeksen gefressen und vergessen, die Zähne zu putzen. Es hat von morgens bis abends und von abends bis morgens geheult, weil es Zahnschmerzen hatte. Na sowas. Aber der Zahnarzt hat geholfen und jetzt ist alles in Ordnung. Und wir können jetzt endlich alle wieder schlafen. Großartig. Minister, Sie können gehen. Kinder, es war schön, euch zu sehen, aber wir müssen jetzt auch gehen. Unsere Betten rufen. Gute Nacht. Oh, gute Nacht. Tschüss. Tschüss.
Gute Nacht. Nam, 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 nam.